Ja, Siglinde, Liebelein, da bist du ja wieder. Sag mal, was hast du uns denn heute Schönes mitgebracht? Einen Schokoriegel. Ja, das ist ja der Original-lila Pause, Siglinde. Ich fasse nicht. Die gibt es ja schon seit Jahren nicht mehr. Aber Siglinde, Liebelein, verrat uns, wie kommst du denn an diese absolute Rarität? Ja, sehen Sie, das war ein Geschenk von meinem Enkel, dem Theo. Ja, der hat ihn wohl nach Jahren nach seinem Abitur beim Aufräumen oben im Speicher in seiner alten Schultasche gefunden. Hatte ihn seiner lieben Omi geschenkt. Und die ist jetzt bei Zunder verplunder und will das Ding zu Geld machen. So, jetzt bin ich aber ja mal gespannt, was unser Experte zur lila Pause zu sagen hat. Ja, soll ich ganz ehrlich sein? Ja, ich bitte darum. Dieses Teil ist leider keinen müden Cent wert. Das ist absolut rein gar nichts wert. Das ist einfach nur alte Schokolade. Ich fasse es nicht. Da kriege ich jetzt wieder keine Händlerkarte. Siglinde, wie stellst du dir das vor? Was ist überhaupt bei euch zu Hause los? Ha, zuerst der alte Jutschein, jetzt der alte Schokolade. Haben sie bei euch den Wertstoffhof zugemacht? Oder warum bringst du die ganze Zeit euren Sondermüll vorbei? Herr Lichter, das war jetzt aber nicht mehr. Ja, das bringt aber auch das Fass zum Überlaufen. Darf ich noch mal wiederkommen? Ja, das wird sich wohl nicht verhindern lassen. So, aber jetzt bekommst du deine lila Pause wieder zurück. Ich sag tschö mit Ö. Und einen Handkuss bekommst du heute aber auch nicht zum Abschied. Ich sehe schon kommen, demnächst schleppen sie uns auch noch die alten Eier an.